Ich fühle mich wohl auf meiner Couch und im Bett so zu Haus. Mein Horizont ist beschränkt auf einen Flatscreen-TV. Auf das Web und ne Frau, die mich hält, wo ich bin. Ich tausch vier Wände aus, fuck, und ich zelte im Wind. Ich will hier raus und die Ferne auf ner Reise entdecken. Doch versacke jeden Freitag in der Kneipe an der Ecke. Nur noch ein, zwei Bier und ich schwör, dann bin ich weg. Pack die Tasche und paar pseudoschlaue Wörter in den Text. Ich lass mir von den Medien keinen Bären aufbinden. Ich will leben und in Kanada einen Bären auffinden. Ich will afrikanische Steppen entdecken und sehen, was meine Scheißprobleme sind gegen ein dreckiges Leben. Mir geht es gut und eben deswegen bin ich primitiv. Kenn die Welt nicht, doch spinne sie auf Beats. Ich mach Rap, doch fühle mich zu hohl für diese Strophen. Deshalb dreh ich ab heute nur noch Dokumentationen. Ich hab immer nur denselben Blick. Ich will fremde Kontinente mal sehen, was anderes zur Geltung und im Tagebuch die Länder zählen. Ich bin gefangen in einer positiven Welt und muss was anderes erleben. Doch ich trau mich hier nicht raus. Immer nur derselbe Ich will fremde Kontinente mal sehen, mal was anderes zur Geltung und im Tagebuch die Länder zählen. Ich bin gefangen in einer negativen Welt und muss was anderes erleben. Fuck, ich trau mich jetzt hier raus. Raus in die Welt ziehen, erster Schritt. Ich muss vor mir selbst fliehen, das was am schwersten ist. Jahrelangen Aufbau abzureißen, eine Kiste voller Gold und nicht danach zu greifen. Wände kommen näher, ich halt das nicht mehr aus, wozu weglaufen? Hier hab ich alles, was ich brauch. Von Familie bis Mucke machen, Jägermeister mit Kumpels tanken, hier bin ich zu Haus. Doch hab Sehnsucht nach dem Unbekannten, die Entscheidung fällt schwer. Doch der Grundgedanke kann ich alles tragen, was irgendwann auf mein Schulter landet. 100 Fragen, ob das richtig oder falsch ist, ich weiß nicht, vielleicht brauch ich dafür einen kleinen Einblick. Sag zu meinen Leuten, pack meine Sachen ein und tschüss. Wird durch die Ferne die Freundschaft stärker oder lass ich sie im Stich? Ich würd gern wissen, was passiert, wenn man die Welt entdeckt. Entscheide mich dagegen, lauf nicht nochmal vor mir selber. Ich hab immer nur denselben. Ich will fremde Kontinente mal sehen, mal was anderes zur Geltung bringen und im Tagebuch die Länder zählen. Ich bin gefangen in einer positiven Welt und muss was anderes erleben. Doch ich trau mich hier nicht raus. Immer nur derselbe. Ich will fremde Kontinente mal sehen, mal was anderes zur Geltung bringen und im Tagebuch die Länder zählen. Ich bin gefangen in einer negativen Welt und muss was anderes erleben. Fuck, ich trau mich jetzt hier raus. Raus in die Welt ziehen, doch trau mich nicht. Hier ist es mir zu eintönig, ich will hin, wo es laut ist. Schau mich um, mein fester Tagesplan, durchstrukturiert vom Aufstehen übers Mittagessen bis zum Bahnfahren. Jedes Mal mal umgangen, keine Action. Ist das der Grund für jedes Mal dieselbe Scheiße? Rappen keine Mätzchen. Ich hab Gründe, die mich ankern, eine Frau an meiner Seite. Ich sollte ihr stündlich danken. Danke. Dazu Freunde, die mich halten, die meinen Rücken frei halten. Darüber lässt sich nicht streiten, doch ich bin am Zweifeln. Viele Orte, die verwehrt bleiben. Warum in einer Welt, wo alle alles richtig machen, nicht verkehrt sein und ausbrechen, sich dem Standard entziehen? Anstatt sich krampfhaft zu verbiegen, würde gehen, würde ich nicht in der Statik meines Hauses hängen. Den Rucksack packen und den Part hier mit Schau beenden. Ich hab immer nur denselben. Ich will fremde Kontinente mal sehen, mal was anderes zur Geltung bringen und im Tagebuch die Länder zählen. Ich bin gefangen in einer positiven Welt und muss was anderes erleben. Doch ich trau mich hier nicht raus. Immer nur derselben. Ich will fremde Kontinente mal sehen, mal was anderes zur Geltung und im bringen Tagebuch die Länder zählen. Ich bin gefangen in einer negativen Welt und muss was anderes erleben. Fuck, ich trau mich jetzt hier raus. Raus.